Hallo Leute, ich bin's wieder und heute geht's weiter mit Java. Was wir heute machen wollen, ist eine Menübar, also eine, ja, eine Menüleiste. Also sowas wie das hier oben, nicht ganz so umfangreich, habe ich nicht vor zumindest. Aber hier haben wir eine wunderschöne Menübar und sowas in der Art machen wir jetzt auch. So, mit Java Swing natürlich, versteht sich. Und ja. Was wir dazu erstmal brauchen, also ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt und das Ganze sortiert. Das da oben ist für unsere GUI erstmal der Titel, dann hier Location Relative und die Größe und eben die Default Close Operation. Dann hier unser Button, der das Ganze beenden soll, damit es nicht ganz so leer aussieht. Haben wir alles das letzte Mal gemacht, nur ein bisschen anders sortiert. Ist nichts Besonderes. Ich kann es mal kurz starten, dann seht ihr, wie weit wir sind und ich habe es nicht gespeichert, wie ihr seht. So, ja, das ist unsere GUI und wenn man hier auf Ende klickt, dann beendet sie sich. Wow, Magic. Okay, also machen wir weiter. Eine Menübar nennt sich in Java J Menübar. Wer hätte es gedacht? Und ich habe das Ganze schon importiert, da oben irgendwo drin. Ansonsten einfach auf den Error gehen und dann halt importieren. So, die nennen wir jetzt einfach mal Menü. Erstellen sie. Und dann wollen wir natürlich auch noch, also das ist jetzt einfach mal die Leiste hier oben, dass da überhaupt so eine Leiste ist. Und dann wollen wir natürlich auf dieser Leiste auch noch was haben, wo wir draufklicken wollen. Und die Dinger nennen sich JMenu. Das nennen wir jetzt mal Datei, auch wenn es hier in Eclipse File heißt, in einem deutschen Menü heißt der normalerweise Datei. Kennt ihr ja. Hoffentlich. Wenn nicht, kennt ihr es jetzt. So, das Ganze nennen wir dann einfach mal. Ist ein NewJ-Menü und dieses NewJ-Menü braucht hier auch noch einen String drin und dieser String gibt an, wie das Ding heißt, also Datei. So, und jetzt wollen wir natürlich das Ganze noch anzeigen können. Und wir wollen natürlich in unserem Dateimenü noch was drin haben, aber davor machen wir das mal, dass wir hier was reinpacken. Und deswegen müssen wir hier unser Menü, diese. Hier seht ihr schon JMenü C und dieses JMenü C ist Datei. Wenn wir das hier reinpacken, dann haben wir schon mal das da drin. Und wenn ich das jetzt starte, dann sieht man nichts. Und warum nicht? Weil wir unser Menü noch überhaupt nicht unserer GUI bzw. unserem Container von der GUI hinzugefügt haben. Und das tun wir hier unten, indem wir Folgendes tun. Nämlich ganz simpel, wo ist es? Da. Wobei, das können wir auch eigentlich hier oben hin machen, das gehört ja zum Menü. So, und dann hat nämlich jedes, also ihr wisst ja vielleicht noch, wir haben das Ganze hier extended zu einem JFrame und jedes JFrame hat die Methode setJMenübar und da kann man jetzt einfach eine Menübar übergeben und das ist die hier, die wir gerade erstellt haben, logischerweise. So, und jetzt starten wir das Ganze und man sieht, hier haben wir unsere Datei. Man kann draufklicken und es passiert gar nichts. Geil. Und wir können immer noch auf unseren Ende-Button klicken, weil wir den ja nicht verändert haben. So, und jetzt wollen wir natürlich auch haben, dass wenn wir hier auf File klicken, dass dann hier sowas Cooles kommt. So ein Dropdown-Menü. Und das machen wir, indem wir. Ich mache mal hier ein bisschen Space rein. Indem wir ein neues Menü-Item erstellen. Und wer hätte es gedacht, Menü-Items heißen J-Menü-Item. Und was wollen wir da haben? Ich möchte, dass ihr mich unbedingt abonniert, deswegen machen wir da einfach mal Abo draus. So, New JMenü. Das habe ich scheinbar noch nicht importiert. JMenü-Item. Und jetzt müssen wir das Ganze importieren. Hier. So, gleich, also es funktioniert genau gleich mit den anderen Sachen. Ich habe da jetzt mehrere Möglichkeiten. In diesem Fall mache ich jetzt nur eine. So, und dann muss man das natürlich noch einfügen. Wo möchte man dieses JMenü-Item haben? Nun ja, wir möchten es haben, wenn wir auf Datei klicken. Also wenn wir auf Englisch, File, Deutsch, Datei klicken. Deswegen müssen wir es natürlich auch noch dieser Datei dazu, also unserem Dateimenü hinzufügen. Also machen wir Datei.add und hier haben wir JMenü-Item. Ja, und da adden wir dann einfach dieses Abo. Und starten das Ganze und jetzt sieht es so aus: Datei abonniert mich. Es passiert zwar nichts, aber es ist cool.
Ja, und das ist ein kleines Menü. Jetzt, wie verfahren wir mit Menüs weiter? Wir wollen natürlich auch noch, dass das Ding irgendwas macht. Also ihr sollt mich natürlich abonnieren, wenn ihr hier auf Abo geht. Und deswegen kommt Abo Punkt und das hat natürlich auch diesen, also wie beim Button auch einen Add Action Listener. Genau gleich wie beim Button. Jetzt macht man hier New Action Listener und dann kommt der ganze Kram hier, was wir hier so haben, mit einer Action performed, die wir hier reinmachen müssen. Ja, und was wollen wir dann machen? Also machen wir gerade mal noch ein weiteres Mini-Tutorial in unser Tutorial rein. Und zwar, wie man eine URL öffnet. Ja, und zwar brauchen wir da zunächst mal den Desktop dazu. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, warum auch immer wir den brauchen. Wir müssen ja darauf zugreifen, dass wir irgendwas haben, was die ja, was die URL öffnen kann. Und, ups, nicht new, sondern wir nehmen Desktop. Punkt, ja, wir müssen es mit der if-Abfrage machen, fällt mir gerade so auf. Wobei, wir können es auch direkt machen. Desktop.getDesktop. So. Und jetzt müssen wir hier nochmal. Achso, ja, wir haben es nicht benutzt, klar. Desktop.getDesktop liefert uns sozusagen ja, unsere Windows-Umgebung mehr oder weniger. In meinem Fall, wie es bei euch ist, weiß ich nicht so genau. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine URL. Die nennen wir einfach mal wall. Die müssen wir initialisieren, weil wir wollen nachher mit try and catch was surrounden. Und wir haben es. Achso, wir haben es nicht importiert. Ja, natürlich nicht. So. Und jetzt wollen wir da draußen eine neue URL erstellen, weil ihr wollt mich ja echt im Internet abonnieren. Haha. Hoffentlich zumindest. Und jetzt kann man hier eine New URL erstellen. Ich habe die mal in Zwischenspeicher gepackt. Das ist mein YouTube-Kanal, genau. Den könnt ihr auch übrigens leichter erhalten. Also ihr müsst da nicht unbedingt einen Button in der Java-Anwendung schreiben, damit ihr mich abonnieren könnt. Ihr könnt auch einfach unten draufklicken. Für die, die es noch nicht wissen. So, und jetzt wird das Ganze hier eventuell eine Exception schmeißen. Zum Beispiel, wenn wir hier diese URL nicht finden können, was hoffentlich nicht der Fall ist. Dann solltet ihr auch dieses Video gar nicht sehen können. Aber okay, das weiß Java ja nicht. So, und jetzt müssen wir über den Desktop die Browse ja, Methode aufrufen. Und die nimmt eine URL, beziehungsweise genauer gesagt eigentlich eine URI. Eine etwas andere Form der URL. Das lasse ich mal hier so stehen. Und deswegen braucht es wieder eine Surround mit Try und Catch. Das kann einmal eine IO-Exception schmeißen, wenn der Desktop irgendwie blöd gelaufen ist. Und die URI kann natürlich auch falsch sein. Das hatten wir hier oben schon, dass die malformed ist. Und deswegen mussten wir die hier oben auch initialisieren, weil wenn er sie hier benutzt und da oben ist sie nicht mal initialisiert, dann schmeißt er hier nicht mal eine Exception, sondern fliegt direkt raus. So, und jetzt sollte das Ganze eigentlich laufen, glaube ich. Irgendwo haben wir noch einen Fehler. Nee, der hat sich gerade selber behoben. Cool. Das bedeutet, wir können es jetzt mal einfach starten und schauen, was passiert. So, also hier haben wir unsere Datei und jetzt kommt abonniert mich und ihr seht es jetzt nicht, weil das auf meinem zweiten Bildschirm ist. Das muss ich gerade mal rüberziehen. Sekunde. Ja, und wie ihr sehen könnt, es hat funktioniert. Das heißt, wir haben unsere URL aufgemacht. Coole Sache. Sehr schön. Cool. Das heißt, wir können hier weitermachen. Unser Button hat also funktioniert. Wo ist denn unsere GUI hin? Die ist hier. Und unser Menü hat somit auch funktioniert, weil wir können hier draufklicken. Das ist doch sehr nice. Was ihr jetzt natürlich auch noch machen könnt, ihr könnt hier statt Text, könnt ihr auch noch Text und ein Icon machen. Ich habe jetzt allerdings keine Icons dabei. Dann ist das Icon einfach links davon abgebildet. Funktioniert nicht arg viel anders. Man macht ganz einfach Folgendes. Ich zeige es euch jetzt trotzdem noch kurz und ich muss dazu das Ding hier beenden. Man schreibt einfach ein Icon noch hin, sowas wie hier Image-Icon, nennen wir es Icon,
Und dann machen wir New Image Icon. Und ups, nicht da rein, da rein. Und dann nimmt man hier irgendwas, Punkt PNG. Also da muss halt der Pfad dann rein von dem Bild. Und das wird dann automatisch erstellt. Hier müsste ich natürlich noch importieren. Und jetzt kann ich euch garantieren, dass er dieses irgendwas.png nicht finden wird, weil ich kein irgendwas.png habe. Macht aber nichts. Ja, genau. Und dann kann man hier einfach in das JMenü-Item noch einen zweiten Parameter angeben. Das wird hier, wenn ich auf Komma und dann STRG-Leertaste gehe, wird mir das hier angezeigt. Da kann ich dann einfach ein Icon noch angeben. Und dieses Icon wird dann halt links davon angezeigt. Und sieht wunderschön aus, je nachdem, was für ein Icon ihr habt. Gut. Das war's auch eigentlich mal zu dem einfachen Menü. Jetzt machen wir weiter. Ich hoffe, ich überziehe nicht allzu lange mit der Zeit. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch schön konzentrieren, weil ich möchte noch ein Submenü machen. Also ich zeige euch das gerade mal hier am Beispiel von Eclipse wieder. Hier haben wir ja ganz normale Menüs, die nichts wirklich können, außer halt die Buttons aufrufen. Und hier haben wir aber noch ein Submenü. Das heißt, wir können hier nochmal reingehen und können wir hier Convert Line Delimiters machen und zu Windows oder zu Unix konvertieren. Was das genau ist, interessiert uns jetzt absolut gar nicht. Aber wir wollen es selber machen. Und zu diesem Zweck müssen wir erstmal ja, neue sozusagen Menüs kreieren. Also wir machen hier jetzt noch was anderes, und zwar ein weiteres J-Menü. Das nennen wir, wie nennen wir es jetzt? Gehen wir langsam die Ideen aus. Ich nenne es einfach mal Submenü. Total unkreativ. Und das ist einfach ein New J-Menü. Genau. Und in dieses New J-Menü packen wir jetzt auch wieder Sachen rein. Nämlich J-Menü-Items. Wisst ihr was? Da packe ich dasselbe Item einfach nochmal rein. Genau, und das machen wir hier unten, indem wir unser Submenü Punkt Add nicht die Actions, sondern wo ist es denn? Ich habe es Abo genannt, genau. So. Und dann wollen wir das jetzt, müssen wir aufpassen, wo wir das hinzufügen. Wir fügen nämlich dieses J-Menü, fügen wir dem J-Menü-Datei hinzu. Also wir sagen hier Datei.add. Und jetzt kann man hier nicht nur ein J-Menü-Item auswählen, sondern irgendwo auch ein J-Menü. Ich finde es nur gerade nicht. Wird schon funktionieren. Das nennen wir dann einfach. Oder das, dann nehmen wir unser Submenü. So. Und dann starten wir das Ganze. Und ihr seht, wir haben hier. Ja, gut. Wir haben hier nichts, weil wir unserem Submenü keinen Namen gegeben haben. Upsala. Habe ich wohl was vergessen. Und wir können unsere Menü-Items eigentlich nur einmal benutzen. Das heißt, ich müsste hier nochmal was anderes machen. So. Und jetzt gehen wir hier drauf und klicken auf Submenü und es kommt noch nichts. Das fixen wir jetzt sofort, indem wir einfach ein neues JMenü-Item machen. JMenü. Ja, verschreib dich noch mehr. Item. Item 1. Gleich New JMenü-Item. Ich bin im Sub. So, und jetzt machen wir das hier rein. Das Item 1. Ups. Führen es aus. Und wir sehen, ich bin im Sub. Und jetzt kann natürlich dieses JMenü-Item auch noch einen wunderschönen Action-Listener haben, der dann irgendwas macht. Aktuell tut es noch nichts. Aber das haben wir hier schon gemacht. Das habe ich euch ja schon gezeigt, wie das funktioniert. Und ja, ich bitte euch wirklich drum, probiert es selber aus. Ihr müsst nicht genau alles so machen. Probiert es mit eurer eigenen Idee aus. Und ja, spielt damit ein bisschen rum, das hilft wirklich. Was ich euch jetzt als letztes noch zeigen möchte, ist folgendes. Wir haben, wenn wir das Ding hier aufmachen, einfach mehrere Items direkt untereinander, was wir nicht unbedingt wollen. Wir haben ja hier, sehen wir,
mehrere geile ja, Linien hier drin, die das Ganze ein bisschen abtrennen. Und das wollen wir jetzt auch noch machen, weil die so toll aussehen. Und deswegen kommt es auch wirklich darauf an, in welcher Reihenfolge ihr das hier übrigens macht. Also wenn, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, wenn ich jetzt das hier ausschneide und oben drüber schreibe, dann passiert Folgendes. Wir haben es gerade andersrum. Und genauso ist das eben bei diesem sogenannten Separator. Datei, upsala, nicht komme. Punkt, add Separator heißt das Ding. Das ist also wirklich total simple Methode. Und das kommt aber auch wirklich darauf an, wo ihr das reinpackt. Also in der Reihenfolge, wo das hier steht, passiert es dann auch wirklich in eurer GUI. Und ich habe das jetzt an zweiter Stelle, also ihr erinnert euch, ich habe zuerst das Submenü hier stehen. Dann kommt der Separator, das ist dieser geile Strich hier. Und dann kommt eben dieses Abo, also abonniert mich, unser Hyperlink, der uns auf die Webseite leitet, die ihr schon wieder nicht seht, weil sie auf dem zweiten Bildschirm ist. Aber wenn ich das halt hier jetzt andersrum mache, ich zeige es euch gerade mal, und das unten drunter mache, dann sieht es zwar recht stylisch immer noch aus, aber ein bisschen unnötig, weil unten drunter noch nichts ist. Das sieht so aus, als wäre der nicht fertig geworden. Aber so zwischendrin kann man das ruhig hin und wieder mal machen. Also ihr könnt euch da ein bisschen an den Clips von mir aus orientieren. Hier seht ihr eine und hier, das hat mit Cut, Copy, Paste zu tun. Hier ist Delete und Select und was weiß ich was. Hier ist Find and Replace gemacht und hier ist Bookmarken. Also immer so ein bisschen nach Thema sortiert. Das ist auch immer eine Style-Frage, wie man das dann machen möchte. Ja. Aber allzu schwer ist es ja nicht. Gut, und das war's zu einfachen Menüs. Wenn ihr Interesse habt an weiteren Swing-Videos, dann schreibt ihr mir das bitte in die Kommentare. Aktuell würde ich das gerne ein bisschen pausieren, weil es gibt noch so viele andere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ja, wenn ihr daran Interesse habt, bitte in die Kommentare packen. Und ansonsten, es gibt auf meinem Kanal noch viele geile andere Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeiguckt. Bis zum nächsten Mal und ciao.